So Leute, ich bin's mal wieder, ja, lasst mich zurück bei Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir die Arena von Cineroville City erfolgreich abgeschlossen, beziehungsweise Vasilia herausgefordert. Und jetzt sind wir bei der Siegestraße. Ich habe ja gesagt, ich guck mal, ob es im April ein neues Event-Pokémon gibt. Und tatsächlich, bla 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 bla, ja ja. Genau, und ich vergesse erstmal ein Pokémon abzulegen, genau, das ist es. Das ist immer gut, ein Pokémon einfach vergessen abzulegen, bevor ich versuche, ein neues anzunehmen. So, kurz mal ihn hier ablegen. Und zwar ist das neue Pokémon eigentlich gar nicht so tolles Pokémon, wie ich finde. Ist auf jeden Fall ein ziemlich hässliches Pokémon eigentlich. Und zwar ein Zygarde. Das war dieses Pokémon, was man in einer Höhle in X und Y finden konnte. Und ich zeige euch das Pokémon mal eben. Einfach mal kurz, um es gezeigt zu haben. Ist auf Level 100 tatsächlich, okay. Kehrt die Wirkung von Auren um, okay. Keine Ahnung, ob das eine spezielle Fähigkeit hat. Wenn ja, dann sagt es mir. Ich kenne das Pokémon jetzt nicht so gut. Ja, ihr seht schon, die Werte sind ganz okay. Weiß nicht, sind jetzt nicht überragend, glaube ich. Aber keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht so gut mit dem Competitive-Spielen aus. Also ich habe es eine Zeit lang mal versucht, aber war nicht so meins. Beziehungsweise ich habe nicht die Geduld, Pokémon vernünftig zu, jetzt, ja, aufzuziehen, zu züchten, zu trainieren und so weiter. Bin in den ganzen DVs und EVs und das dauert dann immer so lange. Ich glaube, das einzige Pokémon, was ich mir mal wirklich, sehr gut mit EVs und DVs zusammengeschüstert habe, war ein Durengard, aber das auch nur aus mehr oder weniger Langeweile. Auf jeden Fall geht es jetzt in die Siegestraße, woohoo! Mal sehen, was hier auf uns wartet. Ich kenne die Siegestraße von Höhen tatsächlich nicht mehr. Aber sie sieht schön aus und hat eine coole Musik. Bam, 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 bam. Da kommt gleich ein cooles Feeling auf, muss ich schon sagen. Mag ich. Mag ich definitiv. Und man braucht hier scheinbar verdammt viele VMs meine ich natürlich. VMs braucht man natürlich auch. Nein, braucht man nicht. Aber VMs. Ja. Obwohl. Na, eine VM bisher. Oh, das war die brückenlastige. Okay, die hat viele Brücken scheinbar. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen wahrscheinlich nicht mal, aber... Ah komm, fordern wir mal hier Trainer ein bisschen heraus. Mach, zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr Ast-Trainer aus der Siegestraße. Der Bablo, ein Simvolara. Interessantes Pokémon. Tatsächlich. Doch, ja, ja, gefällt mir bisher, was die so zu bieten haben. Käfer trifft neutral, ne? Zieht gar nicht mal so viel ab, wie ich mir wünschen würde. Erdanziehung. Wow, sorry. Ach du Scheiße. Da bin ich gegen meinen Popschutz gekommen. Ich hoffe, da schneide ich raus. Diese, aus der Tonspur. Darf ich nicht vergessen. Gott, ich hoffe, das war nicht zu laut. Oder ich schneide es einfach raus. Mal gucken. Ich hoffe, ich denke daran. Wahrscheinlich denke ich mal wieder nicht dran. Bin auf jeden Fall gerade gegen meinen Popschutz gekommen, falls ihr denkt, was los ist. Ja, was wollte ich denn davor sagen? Weiß ich gar nicht. Also Simbolara, die Fähigkeit, also das, was er gerade eingesetzt hat, das ergibt gar keinen Sinn. Weil warum sollte er halt, na, was will ich sagen? Warum sollte er Erdanziehung einsetzen, wenn nur er davon betroffen wird? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So hätte ich ihn dann mit Bodenattacken auch treffen können und... Na egal. Kämpfen wir mal weiter. Ist ja nur ein Rihornior. Obwohl, Rihornior ist schon ein ziemliches Monster, aber... Locker easy für mich. Ist kein Problem. Kein Ding für mich. So, tschüssi, Rihornior. Müsste Bodengestein sein, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte mich aber auch täuschen. Unmöglich, werde doch nicht etwa bla bla bla. Juckst du mich oder juckst du mich nicht? Du juckst mich nicht. Das hast du sehr gut erfasst. Och Gott, nein, das ist so eine Siegestraße, also eine beschissene Siegestraße, weil sie mal wieder wahrscheinlich viele Rätsel aufweist und ich hasse tatsächlich Siegestraßen, die Rätsel aufweisen oder viele Rätsel aufweisen. Und Frostetia mag ich tatsächlich auch nicht so, zumindest nicht mit Retro. Da setzt man doch mal lieber die liebe E-Gamery ein, wa? Eigentlich hätte ich meinen VM-Sklaven Sam nennen sollen.
Entschuldigung. Obwohl, Sam hatte ich irgendwas anderes genannt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall erstmal ein Flammensturm auf das Ding. Was hat er dann gerade eingesetzt? Eine Brunnenattacke? Was hat der denn gerade eingesetzt, dass das keine Wirkung auf mich hatte? Ich habe keinerlei Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt down. Muss ich dann im Video sehen, was er eingesetzt hat. Komisch. Gar nicht drauf geachtet. Naja, ist auch egal. Wundervoll. Nächste Ast-Trainerin besiegt. Wuhu, toller Kampfstil. Danke, danke, das weiß ich. Und es geht runter in die Tiefen der Siegestraße. Sag mir, ich habe noch irgendein Pokémon, was Blitz kann. Habe ich überhaupt eine VM Blitz? Hab so das Gefühl, ich habe keine VM Blitz. Wenn ich sie habe, dann. Gab es hier überhaupt eine VM Blitz? 1, 2 Schneider, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weiß ich nicht. Kann sein, dass es hier sowas wie Blitz gab, aber naja, was soll's, ist halt ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es ein bisschen dunkel ist. Ich sehe nämlich gerade selber nichts. Das ist natürlich bessere Voraussetzung für ein gutes LP. Aber ist okay. Mal sehen, wie weit ich hier komme ohne Blitz oder ohne irgendwas, was mir ein bisschen Licht machen würde. Ich wäre ja ganz gerne jetzt im Mario tatsächlich, weil da könnte ich dann vielleicht ein bisschen was sehen tatsächlich, aber ist halt nicht so. Und von daher nochmal kurz raus. Wieder rein, weil ich glaube, ich das Schieberätsel schon verkackt habe. Ich hoffe, das kann man überhaupt auf YouTube sehen. Oder so halbwegs sehen. Also ganz sehen sowieso nicht, aber so ein bisschen sehen. Wäre doch vom Vorteil, wenn ihr das ein bisschen seht. Ja, komm. Ich glaube, da ist irgend so eine Grube. Oder sowas halt. So, dass ich da durchgehen kann. Naja. Hier komme ich auf jeden Fall durch. Jetzt sehe ich wieder gar nichts. Ist düster wie mehr ein Arsch hier. Geht's denn hier lang? Meine Güte. Ist doch schrecklich. Blubblub. Was auch immer das gerade war. Ich besiege jetzt erstmal dich, alte Dame. Was auch immer du von mir willst. Expertin. Natürlich bist du eine Expertin. Und setzt ein Capoeira ein. Capoeira? Capoeira? Okay. Ich treffe auf jeden Fall mit Retro-Neutral. Na komm, machen wir mal. Wieder eine Mega-Entwicklung. Kann ja nicht schaden. Mal gucken, ob ich es dann packe. In einem Streich oder. Ob ich trotzdem zwei Angriffe brauche, mal sehen. Weiß ich nicht. Werden wir in Kürze sehen. Hallo Mega-Gewaltro. Einmal bitte alles aufschlitzen. Dankeschön. Und es reicht tatsächlich. Es reichte. Okay. You test du. Ach, die Dinger. Ich habe gerade überlegt, was das ist, aber ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Diese komischen. Karate-Viecher. Oder Jujutsu. Macht doch Jujutsu. Und der andere macht Karate. Der heißt nämlich Karadonis. Nein. Ernsthaft. Ach ja, ich kann ja nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf einsetzen, glaube ich, ne? Ist immer etwas blöd, aber ist ja okay. Da halt Mega-Gewaltro noch im Spiel ist, kann ich jetzt Altaria nicht mega entwickeln. Glaube ich tatsächlich. So müsste es sein, ne? Ich weiß gar nicht, was macht ein Mondgeweib für einen Schaden? Ach nee. Ausdauer, ich hasse Ausdauer, weil das lässt immer ein KP übrig und das ist so nervig. Ich hasse Ausdauer. Komm, Bodycheck ihn zu Tode. War vielleicht nicht der Rede wert, weil jetzt nehme ich natürlich auch Schaden. Obwohl, ein KP, wow. Nicht zu viel. Mach dir bloß nicht zu viel Schaden. Nein, doch. Nein, doch, oh. So, hier geht's hoch, ne? Ja. Habe ich doch gut erkannt. Sind wir bald durch die Siegerstraße? Wenn sie habe ich es mit Ach und Krach geschafft. Ach, das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Ich habe gerade mit Ash und Krach gelesen. Jo, mit Ash und Krach, okay. Okay. Von mir aus auch mit Ash und Krach. Ist mir doch egal, wie du das geschafft hast. Ach ja,
Ich hasse die Siegestraße, habe ich das schon mal gesagt? Nee, ich hasse allgemein immer Siegestraßen in den Spielen. Ich weiß nicht, mag ich nicht so. Die einzige coole Siegestraße war, glaube ich, die in... War es X und Y? Ja, ich glaube, da war nämlich einfach nur straight durch den Tunnel gehen, zwei, drei Trainer klatschen und gut war's. Aber solche Siegestraßen, ja, mag ich einfach nicht. Aber was soll's. Ich kann mich so viel beschweren, wie ich will, und nützen tut es trotzdem nichts. Nö. So ist es. So, einmal Tschüssikowski-Flunkiefer. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder, aber auf Wiedersehen. Schneggy erreicht auch mal Level 50, das ist aber toll. Hier endet also meine Reise, ja. Nettart, da du jetzt keine kampffähigen Pokémon mehr hast, warum rennst du nicht zum Pokémon-Center, wie ich es immer tun muss? Hält sich wohl für was ganz Besonderes, wa? In der Tat weiß ich jetzt nicht, ob wir hier runter müssen oder die andere Leiter. Beides entspräche Möglichkeiten, ne? Ich würde erstmal sagen, wir gehen durch die andere Leiter. Also mit der anderen Leiter runter. Dann mal schauen. Weil ich mir gerade tatsächlich nicht so sicher bin. Aber ich glaube, dass, Fackeln immer den richtigen Weg markieren, oder? Also wäre so eine Vermutung, dass halt ihr irgendwie nur Scheiße ist, ne? Ah, man sieht es nicht. Ich glaube, ich bräuchte tatsächlich die VM Blitz, aber ich weiß nicht, wo es die gibt. Vielleicht suche ich sie nach diesem Part mal. Mal sehen, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich denke ich mal wieder nicht dran. Aber ist auch egal. Dich hier besiege ich jetzt nicht. Du bist mir zu langweilig, dass ich dich besiegen wollen würde. Ich würde in diesem Part ganz gerne tatsächlich die Siegestraße schaffen. Ob ich sie schaffe oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Ja, welches Licht? Haha. Genau, die Fackeln sagen es uns. Quasi. Aber Licht gibt es hier nicht viel. Na komm, gucken wir mal, was die so drauf hat. Blablabla. Bla, bla. Für unnützes Gerede, genau. Sie hat irgendwas gesagt von für unnützes Gerede. Hat er, ach, das ist ein R. Oh, Entschuldigung. Für unnützes Gerede hat er keine Zeit, ich auch nicht. Dann haben wir uns ja super verstanden. Was war das gerade? Ich habe gerade eine Blase ausgespuckt. Das ist so eine Art. War halt echt eine Blase gerade, was ich ausgespuckt habe, aus Versehen. Mit meinem P. Mit meinem P-Lauten. Ich sollte keine P-Laute machen. Es tut mir leid für diese ganzen P-Laute. So, jetzt reicht's. Auf Wiedersehen, Karadonis. Du hältst mehr aus als dein Freund da. Der Jutestu, dann kriegst du halt noch einen Slam reingedrückt. Ich hasse Ausdauer. Ich hasse Pokémon, die Ausdauer einsetzen, ne? Und ich hasse Pokémon, die Attacken abwehren. Komm, jetzt Slam jetzt. Dann halt Laubklinge. Wenn du es nicht auf die weiche Tour haben willst, dann halt auf die harte. Haben wir uns doch verstanden, mein Freund. Hammer? Sehr gut. Tschüss, Ingmar oder wie auch immer der hieß. Ingmar Stadelmann, falls den jemand kennt. Wo geht's hier lang? Ich sehe gerade mal wieder so viel wie im Bärenarsch. Also quasi gar nichts. Hallo Drachentyp. Dreh den mal ganz schnell weg, mein Freund. Aber ganz schnell. Ich will nämlich nicht gegen dich kämpfen, in der Tat nicht. Kommen wir jetzt hier mal irgendwo zum Ende. Top-Shoots, Top-Shoots, Top-Shoots. Gegen die beiden muss ich scheinbar kämpfen. Will ich nicht. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will euch doch auch nur in Ruhe lassen. Ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe. Wie wär's, hä? Nein? Okay, dann halt nicht. Wen habe ich dann an zweiter Stelle? Zur Josie ergänzt mich nicht so gut. Otto ergänzt mich, glaube ich, ein bisschen besser. Also Retro ergänzt er besser. Würde ich schon sagen. Hey, mich hat da bla bla bla. Hey, mich hat da bla bla bla. Genau das haben sie gesagt. Was uns alles nicht interessiert. Ach, das sind ein Psycho und ein Kämpfer. Ich dachte, das wäre irgendwie. Weiß ich gar nicht, ich habe gar nicht so auf die Sprites geachtet, aber ist okay. Und tatsächlich ergänzen wir uns gut gegenseitig. Denn einer kann das Somnivora übernehmen, nämlich Retro.
mit der Kreuzschere und der andere übernimmt halt das Rasaf mit dem Fliehen. Sehr schön. Ja, braucht wahrscheinlich 2 Hits, ne? Ja, klar. Oh, scheiße. Doch nicht Angeberei, ich hasse Angeberei. Gib doch nicht so an, du Arschloch. Also hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Toll, Otto. Toll machst du das, Otto. Richtig stolz auf dich. Ach, ich dachte, jetzt wird Retro auch noch verwirrt. Hätte noch gefehlt, aber nee. Hansa hat doch keine Lust zu. Dann halt ein Drachenpuls. Vielleicht hilft er ja. Mal schauen. Kann man ja mal alles probieren, ne? Obwohl, eine Mondgewalt hätte vielleicht auch geholfen, aber ist egal. Ist egal. Hauptsache, Otto erreicht ein Level up. Schön. Josie erreicht ein Level up und er setzt Kreuzhieber ein. Hast du es gerade echt gemacht, auf meinen Retro eine Dingsattacke einzusetzen? Hast du es gerade echt gebracht? Ja, komm, ist vollkommen egal, wo ich den ziele, Hauptsache es trifft. So, einmal die Laubklinge, das sollte jetzt auch reichen, oder? Oder Rasaf, willst du noch mehr? Hä? Ich prügel dich kaputt, Alter. Okay, nein, tu ich nicht. Ich würde ganz gerne noch die Siegelstraße in diesem Part abschließen, dass wir im nächsten Part tatsächlich mit der Liga anfangen können. Das wäre wunderherrlich. Oh, und ich glaube, wir schaffen es sogar. Ist das wunderherrlich? Könnte wunderherrlich werden. Ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Und ich finde die Siegelstraße ja echt schön gemacht. Kann ich nichts gegen sagen, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Es ist Heiko. Oh, hallo Flo. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du ein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es bis hierher geschafft habe, verdanke ich allein dir, Flo. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzeren gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüber zu stehen, reicht, um diese Stärke mit jeder Faser meines Körpers zu spüren. Aber eins sage ich dir, nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Spann dich. Ich habe nicht gesagt, dass ich einen Kampf will. Aber okay. Oh, oh, er hat 5 Pokémon. What the hell? Und er fängt gleich mal mit dem miesesten von den Viechern an. Ich überlege gerade, gehe ich in die Mega-Entwicklung und mache einen Doppelhieb? Ja, ich glaube, das ist das Schlauste. Oh Gott, ich habe Angst. Weil vor allem Retro ist nicht komplett geheilt und er geht jetzt wahrscheinlich auch... Okay, er geht nicht in die Mega-Entwicklung. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er in die Mega-Entwicklung geht. Dann halt nicht. Sehr, sehr schön. Ja, das, aber die Musik ist cool. Enikoru? Dein Ernst? Das kann doch nichts. Na komm, bleiben wir mal bei Retro. Ein Enigoro, süß, aber zunächst zu gebrauchen. Tatsächlich nicht. Glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Sorry für den Aufstoßer. Oh, mein Hals tut gerade weh. Ich wollte ja eigentlich den Part beenden, aber gut, dann Heiko eben noch. Da Heiko halt noch kämpfen will. Blättersturm. Ja, Slam, komm. Scheiß auf Slam. Ich glaube, Blättersturm ist um einiges besser. So, Magneton. Das ist doch mal ein solides Pokémon. Grundsolide. Würde ich mal behaupten, aber kann wahrscheinlich auch nicht viel gegen meine geliebte eGamery tun. Oder mein geliebtes Pokémon eGamery. Jojo. Eruption oder Flammensturm? Flammensturm, komm. Meine geliebte eGamery, sorry, das sollte gerade gar nicht so klingen. Das war... irgendwie so ein, mein geliebtes Pokémon meine ich damit natürlich. Die liebe eGamery überlasse ich natürlich dem Fritter. So, so. Komm, ein Steinhagel noch drauf. Machen wir noch einen Steinhagel drauf und dann hat sich das mit der... Oh komm, Triplette ist doch... Warum hat dieses Pokémon Robustheit? Das passt gar nicht zu diesem Pokémon. Meine, klar, es ist aus Metall, aber... Robustheit, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ne? Rosea können wir gleich drin bleiben. In der Tat, und ich kann euch mal die Animation von Eruption zeigen. Kenne ich tatsächlich selber noch nicht. Falls wir dann noch dazu kommen. Oh, ja, doch. Doch, doch.
Das sieht cool. Ich muss mal kurz was gucken. Was ist denn Eruption für eine Attacke? Achso. Ist so eine KP-Angriffsgeschichte. Hat Rosea so viele KP? Meine Fresse. Ja gut, jetzt werden wir verrecken. Macht ihn nicht. Der Pub wird ein bisschen länger gehen, aber der Kampf gegen Heiko hat mich jetzt tatsächlich etwas überrascht. Ich dachte, der will nur labern. Aber okay, dann will er halt auch kämpfen. Konnte ich nicht ahnen, tatsächlich nicht. Machen wir eine Mondgewalt? Nee, ne? Ja, machen wir fliegen. Das ist jetzt auch vollkommen egal, wie lange sich das jetzt hier noch zieht. Hauptsache, wir besiegen den jetzt mal. Wär mir doch Herz allerliebste. Ach, jetzt weiß ich, wofür sein, stimmt. Da hat er noch ein Gardevoir. Wahrscheinlich. Oder ein Galagladi. Ich tippe aber tatsächlich eher auf Gardevoir. Obwohl. Galagladi. Bleiben wir mal bei, Dings. Bei ihm hier. Bei Otto. Und jetzt im Fliegen ein, da dieses Viech Kampf und Psycho sein müsste, ne? Ich weiß auch nicht, ob es in der Mega-Form auch so ist. Übrigens, die Mega-Entwicklung wurde hier erst eingefügt für Galagladi. Gab es vorher noch nicht. Vergiftet, stimmt ja. Okay, wollte gerade sagen, was wehrt die Attacke ab? Aber Otto hat eine Attacke abgewehrt, das fand ich gut. Ich finde übrigens den Hintergrund schön. Schaut euch mal die Blümchen an. Finde ich echt schön. So, Heiko besiegt. Wundervoll. Und da ist er erstaunt. Ich habe versagt. Ach, mach dir nichts draus. Das war von vornherein klar. Flo, du und dein Team, ihr habt uns alle ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte mich auch bei Galagladi um einen anderen Pokémon bedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ach ja, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, das ist ein Andenken an deinen Kampf gegen mich, Galagladi, und mein restliches Team. Funke, Funke, Stein, toll. Brauchen wir aber nicht. Also zufällig ein männliches Kerl, ja? Wenn ja, dann werde unbedingt diesem Funkestein auf es an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch warte nur ab. Ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpfe weiter gegen mich, wenn ich dich herausfordere. Versprech's mir, ja? Mal sehen, mein Freund. Jetzt müssen wir hier aber irgendwann mal zur Liga ankommen und da will ich jetzt noch hinkommen. Und danach beenden wir das Ganze, diesen ganzen Part hier. Oh mein Gott, ist der Weg zur Liga nicht schön? Ja, er ist nicht schön. Doch, er ist tatsächlich ganz schön. Aber etwas so lang gezogen. Nee, ich brauche keinen Schutz jetzt hier, glaube ich mehr. Und die Liga ist auch ziemlich schön eigentlich. Doch, muss ich schon sagen. Die Liga sieht schön aus. Und ich heile nochmal kurz, bevor ich es vom nächsten Part vergesse. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat und wir uns im nächsten Part wiedersehen. Tschüssikowski. Euer Flastibi.